Sternzeit 41429,02. Logbuch Hans Erd, leitender Wissenschaftler im Fachbereich Physik. Eine plötzlich auftretende Anomalie beunruhigt alle Mitglieder der Föderation. Farbenfrohe Nebel oder Wolken haben sich urplötzlich im Sol-System gebildet und auch die Goa'uld und die Sindhi berichten über ähnliche Ereignisse in ihren Hauptwelten. Diese Nebel scheinen sich nur im Gebiet der Föderation zu bilden. Zumindest haben wir keine Erkenntnis darüber, dass in weiteren Teilen der Galaxie außerhalb der Föderation ebenfalls über dieses Phänomen berichtet wurde. Dass dieser Raumnebel zusätzlich nur in den Hauptwelten aufzutreten scheint, ist extrem merkwürdig und lässt vermuten, dass es sich hier nicht um einen Zufall handeln kann. Wir werden umgehend mit der Erforschung dieser Anomalie beginnen. Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stellaris. Ja, in der letzten Folge haben sich hier diese Nebel, die wir hier überall sehen, entwickelt oder sind plötzlich erschienen. Und keiner weiß so genau, worum es da geht. Aber es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass es wirklich nur im Gebiet der Sindhi und der Goa'uld auftritt und dann aber auch wirklich nur in den Hauptwelten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal irgendwo in ein System bei den Goa'uld reinklicke, hier sehen wir es tatsächlich nicht. Und wenn wir dann aber mal uns die Hauptwelt anschauen, hier ist auch dieser Nebel. Das ist wirklich sehr, sehr mysteriös. Und ja, Leute, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir werden jetzt noch mal einen kleinen Moment, ich greife schon mal ein bisschen vor. Wir werden jetzt noch den einen Monat, den wir hier bis zur Produktion der Forschungsstation, bis das hier abgeschlossen ist, den werden wir jetzt noch warten. Das ist ja nicht mal mehr ein Monat, sondern nur noch ein paar Tage. Und dann wird sich Hans Erhard mit seinem Team an diese Anomalie begeben, um diese zu erforschen. Okay, kommen wir wieder zurück zur täglichen Routine und schauen erstmal, was unsere Schiffe hier so treiben. Wir haben hier oben zuallererst mal die USS Kepler, welche es jetzt endlich geschafft hat, in den unbekannten Teil der Galaxie vorzudringen und beginnt hier zu erforschen. Ein großer Moment, auf den wir lange gewartet haben. Und ja, ich hoffe, wir werden hier noch viele interessante Dinge entdecken und erfahren. Dann haben wir hier unsere drei Forschungsschiffe, die USS Noble, die USS Armstrong und die USS Walter Raleigh, welche hier immer noch in diesen Systemen forschen, um herauszufinden, welches System möglicherweise noch von uns annektiert werden kann, das heißt, wo es sich lohnen würde. Dann haben wir hier unsere erste Expeditionsflotte, ist nun tief in den Raum der VND vorgedrungen und ist nun bald zu Hause. Sie haben jetzt nur noch 401 Tage Flugzeit vor sich, was heißt nur noch, das ist ja immer noch über ein Jahr, aber dennoch, sie haben jetzt den allergrößten Teil ihrer Reise endlich geschafft und können sich dann ja, erholen, Heimaturlaub im Sol-System auf der Erde und die Flotte grundsätzlich wird geupgradet. Dann haben wir hier im Adlaba-System die dritte Raumflotte, immer noch mit der Aufgabe der Grenzverteidigung. Auch diese Flotte muss noch abgegradet werden, das ist noch nicht geschehen. Das wird dann passieren, wenn die zweite Raumflotte, die sich momentan hier in Eternal Horizon befindet, ihre Patrouille beendet hat und dann neue Positionen im Adlaba-System bezieht. Dann haben wir die USS Darwin. Die befindet sich momentan unter dem Kommando von Song Tzu im Sol-System. Und sie wird auch hier im Sol-System bleiben, denn um den Nebel zu hier zu erforschen, brauchen wir in dem System hier ein Forschungsschiff, um ja im Situationsprotokoll die Forschung beginnen zu können. Okay, jetzt kommen wir kurz noch zu unseren Kolonien, wobei ich denke, es wird immer noch nicht viel zu tun sein hier. Wir haben hier Wohnungen, Dienstleistungen sind alle okay. Also wir sind jetzt hier auf Advertier Prime. Wir haben keine freien Arbeiter. Wir können ein neues Gebäude bauen, aber ja, ohne Arbeiter bringt das natürlich nicht viel. Ja, der nächste Pop kommt. Ja, das dauert noch eine ganze Zeit. Wir gehen mal direkt ins nächste System, und zwar Sirius Prime. Hier der nächste Pop braucht auch noch eine ganze Zeit, bis er da ist. Wohnungen und Dienstleistungen sind mehr als genug vorhanden. Ja, Leute, hier brauchen wir auch nichts machen. Alles gut hier. Dann haben wir hier das Codria-System, beziehungsweise Codria Prime. Hier haben wir noch einen freien Arbeitsplatz. Ansonsten ist hier auch alles vorhanden. Der nächste Pop hier kommt bald. Das dauert nicht mehr ganz so lange. Ich würde mal sagen, so 8, 9 oder 10 Monate circa.
Und dann kann hier wieder etwas geschehen. Wobei, nee, nicht mal. Weil wir haben ja sogar noch einen Job übrig. Als Bergarbeiter. Ja, okay. Mal schauen, ob da ein Arbeiter kommt oder ein Spezialist oder möglicherweise sogar Führungspersonal. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Studio Prime, unsere neueste Kolonie. Ja, wie zu erwarten, ist hier auch noch nicht viel zu tun. Wir haben hier genug Dienstleistungen, genug Wohnungen vorhanden. Wir haben den nächsten Pop, der kommt, na, nicht in allzu ferner Zukunft. Und dann können wir uns mal darum kümmern, weil wir haben erstmal einen Gebäudeslot frei und wir haben auch keine freien Arbeitsplätze mehr. Das heißt, um diese Person oder um diese Personen muss sich dann gekümmert werden. Gut, Erde, Sollsystem. Abgesehen davon, dass wir hier diesen wirklich verrückten Nebel haben, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas tun müssen können. Aber nein, auch hier ist alles picobello. Der nächste Pop kommt bald, lässt nicht mehr ganz so lange auf sich warten, aber da warten wir erstmal, was das für eine Kategorie an Personal wird. Alpha Centauri, hier wird jetzt gleich der Industriedistrikt vervollständigt. Wir brauchen hier allerdings auch Dienstleistungen. Im Industriedistrikt werden da vermutlich keine sein, oder? Nee, kriegen nur zwei Wohnungen dazu. Da werden wir dann nochmal schauen müssen, wie wir das mit den Dienstleistungen machen. Wir können natürlich den planetaren Außenposten verbessern. Zu. Mal gucken hier, planetare Außenposten. Ja, der kann grundsätzlich einfach verbessert werden. Da kommen dann Dienstleistungen plus 5 dazu. Damit wäre das eigentlich gegessen. Wisst ihr was? Warum können wir das nicht in Auftrag geben? Moment, habe ich jetzt irgendwas verpasst hier? Ah, da oben mussten wir draufklicken. Alles klar, das wird jetzt zur planetaren Hauptstadt ausgebaut. Und dann wird das alles nochmal ein bisschen abgegradet hier. Sehr schön. Gut, damit sind wir auch durch mit unserer täglichen Routine. Jetzt gucken wir mal, was wir hier oben noch machen müssen. Und zwar einmal sagt er, es ist ein Bauvorhaben Knowledge abgeschlossen. is the key to the universe. Hier genau. Im Epsilon-Indy-System. Und hier können wir dann die nächste Bergbaustation bauen. Und zwar auf Epsilon-Indy 2. Sehr gut, das haben wir. Dann wurde hier ein System erforscht. Haircut. Hier gibt es auch nochmal exotische Gase. Aber das System ist ziemlich weit von uns entfernt. Ist die Frage, ob sich das lohnt. Wir bekommen gerade ein exotisches Gas pro Monat. Ist schon nicht besonders viel, ne? Das muss man sagen. Aber bis wir hier das nächste System kommen, das wird definitiv dauern. Nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte. Moment, jetzt habe ich mich gerade verklickt hier. Hier, das möchte ich. Möchte jetzt hier mal gucken. Ja, 228 Einfluss fehlen uns da jetzt noch. Ja, Leute, ich glaube, wir halten erstmal die Füße still und sind zufrieden mit dem, was wir haben. Erstmal kommen wir da nicht weiter. Gut, dennoch müssen wir natürlich ein weiteres System erforschen. Und ich würde sagen, wir fliegen dann jetzt einfach mal. Hier gibt es einen möglicherweise bewohnbaren Planeten. Forschen wir das, wie heißt es? Aram-System. Okay. Ah, jetzt habe ich das andere auch weggeklickt. Verdammt, wo war das denn jetzt? Ja, ich glaube, das war das Shared-System, das hier erkundet worden ist jetzt. Schauen wir mal, wo ist denn das andere? Hier. Keine Befehle. Haben auch keine Befehle. Okay, wir müssen hier also doch noch mal beide Raumschiffe losschicken. System erkunden geht nicht, weil das in den Grenzen des anderen Reiches ist. Dann erkunden wir halt das System hier. Und ihr. Ja, und jetzt kommen wir hier langsam an die Grenzen des Möglichen, denn viel mehr ist hier gar nicht, nicht mehr zu erkunden, ne? Ne, tatsächlich, Leute. Wir haben hier in diesem Gebiet jetzt alles erkundet. Wir wissen hier fast 100% Bescheid, was hier so los ist, was es hier zu holen gibt. Dann
Würde ich sagen, schicken wir dieses Schiff erstmal nach Hause. Dann haben die sich ein bisschen Heimaturlaub verdient. Dann kommen wir mit den zwei Schiffen, die wir haben, noch zurecht. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal eine neue Forschung an, beziehungsweise nein, tun wir nicht, denn wir wollten ja jetzt erstmal die Wolkenflocken erforschen. Wir lesen uns das nochmal durch. Farbenfrohe Wolkenranken haben sich an unsere Sternbasis Erde geheftet und treten auf unregelmäßige oder vielleicht sogar organische Weise in den Hyperraum ein und wieder aus. Wodurch wird das verursacht? Dieses Projekt ist Teil einer umfassenderen wissenschaftlichen Arbeit, die von Mitgliedern des Bündnisses VNE, der Föderation der Planeten, durchgeführt wird. Okay. Wir arbeiten damit, kosten 200 Physikforschung. Ein Monat dauert das Ganze, bis das zum Abschluss gekommen ist. Wir können uns ja trotzdem schon mal angucken, was wir hier an neuen Forschungsmöglichkeiten haben. Hier gibt es neue Waffen, die wir erforschen können. Neue Schilde, die wir erforschen können. Antimaterie-Reaktor. Wie sieht es denn eigentlich mit den Forschungspunkten aus, die wir momentan bekommen? Ja, im Bereich Physik sind wir da wirklich schon gut dabei. Und da schalten wir aber nochmal neue Gerätschaften frei, neue Forschungsspionage-Einsatzpfad. Okay, hört sich interessant an. Was forschen wir hier? Energieerzeugung wird dann nochmal etwas Neues freigeschaltet. Ja, ich bin unschlüssig, Leute. Ionendisruptor. Ich glaube, wir werden erstmal hier Spionage einsetzen. Das hört sich sehr interessant an. Wir werden hier mal unsere Physikforschung nochmal verbessern und dadurch diesen weiteren Pfad freischalten. Das hört sich auf jeden Fall am interessantesten an. Okay, wunderbar. Gut. Wie sieht es in der Föderation aus? Die Kohäsion verbessert sich immer weiter. The special project has concluded. Aber jetzt haben wir erstmal unser Spezialprojekt hier abgeschlossen. Und geht es da um die Nebel? Ja, okay. Ein langer Text. Ich werde mal kurz vorher noch einen Schluck trinken. Okay. Die Untersuchung der Aurora-ähnlichen Wolke bei der Erde warf mehr Fragen auf, als sie Antworten lieferte. Immer dann, wenn wir mit den Forschungsteams unserer Verbündeten kommunizieren, bilden sich ausgeprägte Wolkenranken, aber nur dann. Jede von ihnen hat eine gelbe Farbe und eher verschwommene Ränder. Die dünnen Fäden bewegen sich träge, als wären sie von einer sanften Brise ergriffen. Alleine sind wir nicht in der Lage, aus diesen Verhältnisweisen eine tiefere Bedeutung abzuleiten. Doch sobald die Ergebnisse jedes Mitglieds zusammengetragen sind, erwarten wir von unserem Bündnis der Föderation der Planeten mehr Antworten. Frühe Theorien legen nahe, dass diese dimensionsübergreifenden Wesenheiten irgendwie mit unseren Hyperraum-Kommunikationsbändern harmonieren. Dieses Wissen könnte gezielt dafür genutzt werden, um ein Wesen an Ort und Stelle zu halten und es näher zu untersuchen. Oder aber wir könnten die Frequenzen wechseln in der Hoffnung, das Phänomen zu zerstreuen. Also das ist natürlich, wir sehen hier keine Möglichkeiten, was passieren wird, wenn wir jetzt hier es hier halten. Was wird dann geschehen? Also bisher ist ja nichts Schlimmes passiert und ich muss sagen, ich bin da wirklich extrem neugierig. Wir halten es mal hier. Das finde ich einfach zu interessant. Ja, wir haben es jetzt soweit erforscht. Jetzt warten wir nur noch auf die Cindy und die Goa'uld. Wunderbar. Das gibt uns nochmal Möglichkeit, nochmal bei der Gnolim-Leach vorbeizuschauen. Ah, Leute, 177 plus, wirklich Wahnsinn.
könnten noch ein Forschungsabkommen mit ihnen schließen. Ja. Wisst ihr, was mich mal wirklich interessieren würde? Ich glaube, wir werden mal gucken, dass wir bei den Breen. Construction completed. Ja. Dass wir bei den Breen mal ein Spionagenetzwerk aufbauen, aber dafür bräuchten wir natürlich einen weiteren Gesandten und die haben wir momentan echt nicht übrig, ne? Na, schade. Können wir leider nicht sein. Ich hätte gerne herausgefunden, was bei den Breen so los ist. Was ist hier? Eine weitere Senatssitzung zum Thema Schutzengel. Und wir sind tatsächlich die Einzigen, die dagegen sind momentan. Moment mal. Ja, mit unserem Gefallen kommen wir hier nicht weit. Das bringt leider nicht viel, ne? Nochmal zur Erklärung. Hier wird die diplomatische Bedeutung von... Nee, das ist nochmal was anderes. Schutzengel. Die diplomatische Bedeutung von Flottenstärke wird um -20% reduziert. Es wundert mich wirklich, dass die Sindi damit machen, weil ihre Flottenstärke ist ja nun wirklich krass. 366. Die Jaffa Nation 313. Andererseits, unsere Flottenstärke, muss man jetzt so auch mal sehen, ist natürlich nicht die stärkste mit 106 insgesamt. Schauen wir mal. Unbekannt, 316, 138. Da sind wir wirklich mit auf den untersten Plätzen, ne? Ja. Vielleicht sollten wir uns das nochmal anders überlegen und wir unterstützen das doch, weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig denke, dann sollten uns das ja helfen, weiter nach oben zu kommen. Naja, mal schauen. Vielleicht, ich hoffe, ich denke richtig. Ich hoffe, ich denke da richtig. Okay. So, die zweite Raumflotte ist übrigens jetzt hier wieder im Sol-System. Stimmt gar nicht, Cybrex Alpha angekommen. Und wir schicken sie jetzt direkt mal nach Adlaba. Und wo ist sie? Da ist sie. Im Zolder-System ist jetzt unsere erste Expeditionsflotte angekommen. Ich würde sagen, wir können jetzt schon mal ohne Probleme die dritte Raumflotte losschicken, um sich upgraden zu lassen. Und die erste Expeditionsflotte kommt erstmal nach Adlaba. Was haben wir hier? Handelsabkommen mit den Bodiern läuft aus. Wir gaben ihnen 22 Mineralien und bekamen 6 Konsumgüter. Alles System klar. Survey concluded. Das heißt, da haben wir nochmal etwas größeres Defizit jetzt. Und Orthama wurde erforscht. Und ja, ihr seht es, hier ist nichts Besonderes. 3 Energie-Credits gibt es hier nur. Wir fliegen mal direkt weiter. Dieses System uns nochmal anschauen. Okay, das hier wurde auch schon fertig gebaut. Dann können wir hier auch weitermachen. Dann fliegen wir mal hier oben hin. Epsilon in die 6. Bauen da noch eine Bergbaustation. Und hier oben müssen wir natürlich auch noch weitermachen, Leute. Das dürfen wir ja nicht vergessen.
Was kostet denn das eigentlich, wenn wir die komplette Flotte hier aufrüsten? 400 Legierungen. Wahnsinn. So, die dritte Raumflotte ist schon angekommen. Die wird jetzt gleich geupgradet. Was haben wir hier? Von Schutzengel haben sich jetzt doch wieder einige zurückgezogen. Okay, jetzt haben wir hier einen Gegner. Naja, aber es sind noch 1200 Tage Zeit, bis das hier entschieden wird. Und Leute, was ist denn jetzt hier passiert? Schaut euch das mal an. Der Nebel hat sich jetzt irgendwie zusammengezogen. Und da ist jetzt so ein Gewitter. Alter, das ist ja krass. Okay. Was zum Teufel passiert hier? Wahnsinn. Okay, und wir sehen gerade, ein Ressourcenspeicher ist voll. Mineralien gibt es keine mehr. Wie können wir damit jetzt umgehen? Wir könnten natürlich ein paar Mineralien verkaufen, aber wir kriegen ja dann nur Energiecredits dafür. Und da haben wir ja wirklich genug momentan. Was machen wir mit unseren Mineralien? Dann sollten wir vielleicht auch mal... Oh, hier ist plötzlich jemand arbeitslos. Ein Arbeiter. Ah ja, genau, richtig. Das hatte ich gerade eben irgendwie komplett übersehen. Das hatten wir ja schon seit gestern. Was machen wir denn mit dem guten Mann jetzt eigentlich? Bin mir nicht wirklich sicher, was wir jetzt hier machen. Gerade, können wir denn irgendwie die Leute dazu ermutigen, auf einen anderen Planeten zu ziehen? Bin mir nicht sicher. Ich wüsste es nicht. Das muss ich. Ah, das wollte ich gestern eigentlich schon. Das muss ich nochmal recherchieren. Ja, und Construction completed. Und wir müssen unseren Ressourcenspeicher auch mal verbessern, vergrößern. Wir konnten doch hier auf einem System irgendwo ein Gebäude bauen, ne? Wo war das noch? War das nicht auf Kodria sogar? Ja. Wenn wir jetzt hier einen Ressourcenspeicher bauen. Ressourcensilos hier. Aber das sind ja nur 2000. Und bringt einen Job Büroangestellter. Na, 2000 ist halt echt nicht viel, ne? Das sind dann maximal, ich sag mal so 18 Monate oder 17 Monate. Dann haben wir wieder das Lager bei den Mineralien schon wieder voll. Aber es werden auch gleichzeitig noch Handelswert und Dienstleistungen produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob es das so wirklich bringt. Ich glaube, wir lassen das halt erstmal. Es schadet ja nichts. Es schadet ja nicht. Okay, bald ist wieder eine Wahl. Am 3.10. wird ein neuer Präsident gewählt. Schauen wir uns mal an. Wir haben hier 41% für Dolores Alvarez. Mit einer ziemlich großen Aktionsunterstützung. Und dann haben wir 30% bei Dimitri Vasiliev, den kennen wir ja auch schon, mit 39% Fraktionsunterstützung.
Und die anderen beiden, naja, sagen wir mal so, wie es ist, die sind nicht besonders, ja, sieht nicht besonders erfolgreich für die beiden aus. Stefanie Schubert und Song Tzu. Na gut. Die USS Mississippi hat schon wieder ein Gebäude fertiggestellt. Hier. Dann können wir hier oben die Legierung jetzt auch noch abbauen. System Survey concluded. Und welches System wurde hier erkundet? Hier oben. Das Mafak-System. Ja, dann fliegen wir einfach mal weiter, ne? Hier in das Vanabis-System. Und es wurde jemand befördert. Karim Akkad. Alles klar. Wunderbar. System Survey concluded. Taram-System wurde auch erforscht. Der Planet hat 63, ist eine Savannenwelt und hat 63% Bewohnbarkeit. Interessant. Aber wie gesagt, das System ist für uns eher uninteressant. Ship upgrades applied. So. Das haben wir gerade gemacht. Mandat unerfüllt. Ah, verdammt. Wir haben ein Wahlversprechen nicht hinbekommen. Schade. Ich achte da auch echt viel zu selten und zu wenig drauf. Es tut mir echt leid, Leute. Ah, ich muss da mal so ein bisschen. Muss da mal so ein bisschen ausführlicher ran. Aber unsere Flotte ist jetzt verbessert. Sehr schön. Die dritte Raumflotte wurde jetzt ausgebaut. Schauen wir uns mal den Zerstörer USS Ahmedabad an. Die A2-Klasse. Ja, die haben jetzt Ionentriebwerke. Sehr schön. Kernkomponenten. Er hat immer noch Nachbrenner. Moment, so, schauen wir nochmal beim Schiffsdesigner. Ach so. Verstehe. Was bringt dem das? Ausweichen und Unterlichtgeschwindigkeit plus 10. Wir könnten natürlich jetzt auch mal. Also, wofür. Es ist ja schön und gut mit dem Ausweichen, aber das ist halt ein Zerstörer. Ja, also. Korvetten und kleinere Schiffe, die sollen viel ausweichen und Jäger und sowas, die sollen ausweichen und anderen Waffen ausweichen. Aber so ein Zerstörer, der ist halt ein Goalkeeper, ne? Der soll auch zur Not mal was einstecken können. Und der hatte schon plus 4 auf Ausweichen. Hier Zerstörer haben schon einen Grundpunkt plus 35, plus die Triebwerke auch nochmal. Und dann durch überschüssige Energie kommen wir insgesamt auf 41,6%. Was ist, wenn wir jetzt den Hilfscomputer hier einbauen? Dann erhöht sich die Trefferchance. Wo liegt die denn gerade? Schaden, Rumpfstärke, Leistung. Können wir uns gar nicht so genau angucken. Ja, die Trefferchance wird aber auch hier schon auf 5 erhöht durch den Gefechtscomputer. Ja, ist die Frage, ne? Ich glaube. Nee, ich möchte, dass sie richtig Schaden machen. Ich möchte, dass die den Feind richtig auseinandernehmen. Wir werden das hier umrüsten. Dann nennen wir die von mir aus auch A3. Aber das. Ich möchte, dass die Waffenpower haben. Und nichts anderes. Okay, dann warten wir noch mal kurz. Ja, das müsste doch jetzt eigentlich auch geupgradet werden können. Aber ich sehe es jetzt hier nicht. Nee. Na gut. Schicken wir sie erstmal wieder zurück und schicken dann letzten Endes jetzt mal hier die Expeditionsflotte rein. So. Die wird jetzt als nächstes geupgradet. Und was haben wir hier? Lukas von Beuyen ist Stufe 2 aufgestiegen. Ist der Gouverneur von Cydia Prime. Und wir haben hier Yoshi Tanaka. Er ist der Gouverneur vom Kodria Prime System. Okay, wunderbar.
Ja, und Dolores Alvarez ist wieder unsere Präsidentin. Was hat sie denn jetzt für ein planetarer Bergbau? Zwei zusätzliche Bergbaudistrikte sollen gebaut werden. Ja, müssen wir uns wirklich mal vormerken. System Survey concluded. Was haben wir? Dimitri Vasiljev, unser Gouverneur, ist erfahrener geworden, aber mit dieser Erfahrung ist auch eine gesteigerte Sturheit gekommen. Der Gouverneur ist ziemlich stur geworden und hat Schwierigkeiten, neue Ideen zu akzeptieren. Okay. Erfahrungszuwachs minus 25%. Naja gut, aber der ist ja schon Level 5. Das ist nicht so schlimm. Koval wurde von uns erforscht. Hier gibt es nichts Besonderes, nur ein paar Energie-Credits, die abgebaut werden könnten. Ansonsten haben wir jetzt hier alles, ne? Ja. Wir könnten jetzt nochmal... Ja, hier oben hinfliegen. Und hier diesen schwarzen Schleier, den Fog of War, noch aufklären. Ansonsten haben wir unten eigentlich alles erforscht. Sehr schön, Leute. Construction completed. Was haben wir hier? Die USS Mississippi hat nun hier im Epsilon-System auch das letzte Rohstoffgebäude gebaut. Sehr schön. Dann ist der Auftrag hier erstmal vollendet, weil flüchtige Teilchen können wir nämlich noch nicht abbauen. Ich würde sagen, wir positionieren sie einfach schon mal in einem System, was uns noch interessiert. Und hier haben wir echt schön viel Forschung im Dossel-System, ne? Hier gibt es auch nochmal einiges an Forschung. Lyriel ist auch ein ziemlich interessantes System. Ripigauer, zwei Ingenieur, drei Wissenschaft. Da haben wir sowieso nicht ganz so viel, ne? Ingenieursforschung, da hinken wir ein bisschen hinterher, was auch die Punkte angeht, die wir bekommen. Hier hatten wir auch nochmal im Astina-System zwei Ingenieursforschung. Aber, wisst ihr was, ich glaube, es läuft mal aufs Dossel-System hinaus. Denn dort, ja, Physikforschung, die bringt uns halt auch voran. Kriegen nochmal Sozialwissenschaftsforschung, die wollen wir natürlich auch nicht ablehnen. Und nochmal ein paar Energie-Credits. Und dadurch, dass das direkt angrenzend ist an unser Heimatsystem, bezahlen wir dafür nicht ganz so viel. Das können wir uns sogar schon leisten. Dann machen wir das so, Leute. Wunderbar. Und es ist eine Rivalität zwischen der Gnodem Leech und dem Ghast Swarm entstanden. Ja, Leute. Whatever. Sag ich jetzt mal so salopp. Das ist ja nicht ganz so wild. Was haben wir hier? Die ENA und die Gnolem haben ein Nicht-Angriffsversprechen miteinander geschlossen. Ja, sehr schön, sowas hört man doch gerne. Frieden ist doch eine gute und schöne Sache. Oh, und Leute, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich bin ja schon total im Überziehen. Das tut mir sehr leid. Aber hier ist heute echt so viel passiert. Und je tiefer wir in dieses Spiel reingehen, je weiter wir ins Midgame kommen, desto interessanter wird es wirklich und desto mehr Spaß macht es auch. Es ist unglaublich, wie faszinierend ich dieses Spiel finde. Gnodem Leech und das Commonwealth of Man haben nun auch ein Nicht-Angriffsversprechen. Sehr schön. Ja, aber ich muss mich zügeln. Wir machen morgen weiter, Leute. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.